Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin gemeinsam mit Fabian und mit seiner Freundin unterwegs und wir stehen hier vor einem etwas merkwürdigeren Haus. Hinter mir seht ihr wahrscheinlich mehrere Scheunen. Der erste Eindruck ist, dass das Ganze schon etwas länger leer steht. Das Unkraut ist sehr, sehr hochgewachsen, Fensterscheiben eingeschlagen und auch der natürliche Vandalismus ist ja mal wieder am Start. Wie ihr seht, ich habe mein Handy jetzt mal auf eine alte Tischtennisplatte gelegt, die hier rumsteht. Also es gibt auf jeden Fall hier einiges zu sehen. Wir müssen auf jeden Fall extrem vorsichtig sein, weil das Haus so gut wie einschussgefährdet ist. Es gibt noch einiges zu sehen, einiges Spannendes. Ich schnack euch nicht so lange voll. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Wo wir auf jeden Fall das erste Mal jetzt zulaufen. Wie ihr seht, da ist noch eine alte Tischtennisplatte. Das war wahrscheinlich mal so ein Wintergarten oder ähnliches. Da vorne ist noch ein alter Tisch und wie ihr da seht, die ganzen Fenster sind eingeschlagen. Jetzt kommen wir auf jeden Fall in den alten Eingangsbereich rein. Ich muss jetzt mal kurz meine Taschenlampe anschmeißen. So. Wo wir halt drinnen stehen, ist sozusagen so ein altes Schlafzimmer. Da sind noch alte Medikamente, alte Kassetten, Atenol und NH-Hexal. Wirkstoff Atenol, Beta-Zeption, Blutblocker, Blutdruck senken. Was mir auffällt, ist, dass das Dach schon so langsam runterkommt. Und ich muss sagen, dass der ganze Raum hier komplett schon mal vollgestopft ist mit Sachen, mit Bildern. Hier hat auf jeden Fall jemand Psychologie studiert. Alles voll. Füllhaltertinte, Urkundentinte, alte Bücher und da sind noch. Das ist heftig. Da noch dieser alte, riesengroße Schrank. Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass hier so ein altes Bett noch steht und sozusagen der ganze Raum komplett vollgestellt ist. Da oben seht ihr schon leicht Schimmel, auch der Strom geht hier nicht mehr. Dann seht ihr hier noch ja alte Kleidung, alte Gegenstände von den Bewohnern, die hier gewohnt haben. Frauenkleidung, Männerkleidung sowie Kinderkleidung. Hat jemand seinen Stuhl da vergessen? So, dann kommen wir jetzt hier in den großen Empfangsbereich rein. Das ist ein ganz, ganz uralter Sessel, da sind noch alte Schallplatten und den Schallplattenspieler. Das sind auch noch etwaige Sachen. Noch alte Fenster sind hier. Und alte Damenschuhe. Und dann haben wir hier vorne. Hier haben die Bewohner alles auf den alten Kamin gestellt, der hier steht. Da oben noch alte Kerzen. Ein alter Ventilator liegt hier. Und alte Zeitschriften ADC, Motorwelt. Wir haben das jetzt durch Zufall gefunden. Dann kommen wir hier in ein altes Badezimmer rein. Die Fliesen sind schon runtergekloppt und die Außenmauer, die fällt auch schon leicht ab. Auch sind die Heizungen hier leider nicht mehr so fest, wie sie einmal waren. Ein ganz, ganz altes Wampel mit einem alten Schiff. Dann kommen wir jetzt einmal in das Badezimmer mit der Dusche. Ein alter Warmwasserboiler steht hier noch. Und eine riesengroße Dusche. Die alten Hausbewohner haben auch ihre ganzen Zahnbürsten hier vergessen, sowie auch die ganze Schminke von der Dame. Auch die ganzen Schränke sind alle noch vollgestellt mit Spülmittel, Badreiniger, Schaumfestiger. Jetzt kommen wir in die alte Küche jetzt rein. Das war ja alles mal zusammen. Alte Kaffeemaschine, jede Menge Geschirr. Was mir noch auffällt, hört euch das mal an. Die ganze Küche, die hier damals mal drinne war, die ist komplett zusammengefallen. Auch die ganzen Schränke sind alle noch voll. Alle. Klare Gemüsebrühe 2007. Oregano 2007. Heftig.
Und da unten möchte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht weitergehen, weil mir das dann doch zu gefährlich ist. Und dann haben wir hier noch der Kühlschrank und Gefriertruhe. Im Kühlschrank steht noch eine Flasche Wein drin und eine alte Coke, Cola. Kokosraspeln. Da ist jede Menge Sekt. Spezierenbohnen. Und wieder diese blutdrucksenkenden Tabletten. Haferflocken, jede Menge Reis. Und hier sind auch noch selbstgemachte Marmeladen. Dann kommen wir hier jetzt einmal in das alte Wohnzimmer. Mit so einer alten Eckcouch. Ein Stück Außenmauer liegt hier. Und da liegen hier auch jede Menge alte Dokumente sowie alte Familienfotos. Wie auch gesagt, da liegt die Heizung. Also ich frage mich eines Tages, wann das hier alles einfallen soll. Und da vorne ist ein Highlight, was ich euch gleich zeigen werde. Und das finde ich auch schon sehr, sehr heftig. Alte Teppiche. Da hinten liegen noch alte Schränke, alte Akten. Also noch alte Schubladen. Und also Datenschutz wird hier auf jeden Fall auch groß geschrieben. Was hier, ich weiß auch nicht, was mit den Bewohnern passiert sind, ob die gestorben sind. Oder ob die ins Heim gegangen sind. Dann haben wir hier noch alte Hygieneeinlagen, besonders weich und sehr saugfähig. Vielleicht konnte die Bewohner nicht mehr auf Toilette gehen und musste halt sowas hier benutzen. Und dann kommen wir hier auf jeden Fall in den alten Wohnraum rein. Und man sieht auch an den Wänden überall alte Bücher, aktuell Lexikon Gegenwart, Weiterbildungs, Atlas, Moritz, Anton Reiser. Dann wurde hier auch sehr, sehr viel gezeichnet. Da hinten haben wir noch einen riesigen alten Schrank stehen und jede Menge Bücher. Das ist voll groß, ne? Ja. Und auch noch so alles hier enthalten. Eine Sitzgarnitur hier. Ein alter Drucker sind das. Und jede Menge Bücher. Reisen ans Ende der Welt. Omega-Tabletten. Zur klinischen Prüfung gestimmt. Stimmt. Verwendbar 3 2006. OMAP, die habe ich auch schon genommen. Magensaftresistente Tabletten. Hier ist auch noch alles enthalten. Alter Kassettenrekord, ich muss jetzt mal aufpassen, wenn ich jetzt hier lang laufe. Alter. Oh. Alter. Das heißt, ich gehe jetzt mal lieber nicht weiter. Ich hüpfe jetzt nicht nochmal. Hör mal auf! Zeig mal da auf die Tapete. Alter. Das ist alles am Wackeln, ey. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich jetzt reintrete. Nicht, dass ich hier gleich irgendwo unten liege. Das ist alles schon am Zusammenfallen. Riesige Boxen sind hier. Fließschirten. Hörst du mal auf jetzt. Straßenatlas 2004, 2005. Leute, was mir gerade aufgefallen ist, hier war ein Pornosammler. Hier vorne liegen alles voller Pornos. Musik. Ja, hier liegen jede Menge Tabletten. Probet habe ich auch. Nee, habe ich noch nicht genommen. Fertigspritzen. Hier, guck. Ja. Die werden auch zum Beispiel auch für Diabetes benutzt. Das sind solche Spritzen, die du dir reinrahmen musst. Alter. Soll ich mal deine reindonnern? Nein. Alter, guck euch das mal an. Die müssen wir mal wegpacken, ne? Nicht, dass hier irgendjemand anders mal reinläuft und sich da irgendwie wehtut oder so. Ne? Das ja, mal irgendwie wegräumen. Wie ihr da seht, sind auch noch einige Schätze hier. Und dann sagen wir, gehen jetzt also in die rechte Scheune und dann gehen wir in die linke rein. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir auf jeden Fall jetzt auch mal reinlaufen. Oder wo wir rein müssen zumindest. Fabi!
Das ist die Frage, wie ist. Ach, da. Oh, jede Menge Obstkisten. So, jetzt muss ich einfach nochmal. Das sind noch alte Teile für die Oldtimer, die hier rumstehen. Und wahrscheinlich haben die damals versucht, mal hier etwas schöner zu machen. Da vorne liegen überall die ganzen Zäune, die hier am Garten waren. Da hinten liegen jede Menge Türen. Wie gesagt, die ganzen Obstkisten. Oh Leute, was haben wir hier denn gefunden? Einen richtig alten Opel. Auch einfach so wahllos zurückgelassen. Da waren die Vandalen schon am Werk und haben die ganzen Geräte, die hier drin waren, alle schon rausgekloppt. Mal gucken, ob wir auf jeden Fall auch reinkommen. Jo. Schau euch das mal an. Wurde alles rausgerissen, was man nur zu Geld machen konnte. Das ist übel. Also ich kenne mich mit Autos sowieso nicht so gut aus. Und ich glaube, wenn man den nochmal fertig macht, dann kriegt man auf jeden Fall keinen TÜV mehr. Schade. Gucken, ob die Tür noch zugeht. Ja, und jetzt habe ich noch ein Highlight für euch. Und zwar, tadadada! Yeah, Mann, ein alter Trecker. Hammer, ey. Traurig, dass das alles hier zurückgelassen wird, was man hier stehen lässt. Da hinten steht noch ein alter Anhänger. So ein riesen Garten ist das. Schaut euch das mal an. Eine riesengroße Scheune, komplett alles eingerichtet, alles noch da. Ich weiß nicht, wie weit wir noch nach vorne gehen können, weil der Boden auch schon eingefallen ist. Denn so eine alte Schüle und Schallplatten liegen da, jede Menge. Das war wahrscheinlich auch vielleicht so eine Art kleine Werkstatt. Das waren damals Wäschewagen, die man in der Wäscherei zum Beispiel kennt. Das war auf jeden Fall auch schon gefährlich, schon ins Haus reinzugehen. Weil da halt der Boden, wie ihr gesehen habt, komplett schon zusammengefallen ist. Muss man einfach nochmal eben die Stallungen hier an. Hier wurden damals alte Tiere untergebracht. Da vorne jede Menge Autoreifen, jede Menge Ersatzteile und Türen. Ich glaube, das war, glaube ich, so eine Art Abstellraum hier. Jede Menge Marmelade. Alte Stiefel, Schlittschuhe, eine alte Gasflasche. Ich glaube, hier waren, glaube ich, damals Hasen oder sowas drin. Jede Menge Blumentöpfe liegen hier auch rum. Und alte Weinhalter. Jede Menge Spirituosen, Benzin und Diesel steht hier rum. Und da hinten ist noch ein Highlight. Ein sehr, sehr alter Bagger. Verstehe nicht, warum lässt man denn sowas hier vergammeln? Beziehungsweise rumstehen. Weil diese alten Türen, die kennt man ja auch, die konnte man aufmachen. Und dann konnte ja auch die alten Tiere raus. Die ist aber verschlossen. Also so wie das augenscheinlich war, war das vielleicht das Haus des Psychologen. Weil ihr habt ja auch gesehen, dass da jede Menge Psychologiebücher standen. Vielleicht auch so eine Art Bauernhof. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall ist das trotzdem sehr, sehr traurig, was hier in den letzten Jahren, das letzte Jahr, was ich gefunden habe, war 2007, was seit dahin dann hier passiert ist. Die Vandalen, die waren hier schon und das ist einfach mega traurig ist das. Der alte Trecker hier ist richtig schön. Ich kenne mich mit dem Trecker leider nicht so gut aus. Wird aber vielleicht nochmal mein Thema werden. Und ich hoffe euch natürlich, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ihr lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, schreibt was in die Kommentare, schaut bei meinem Bruder auf Instagram und auf YouTube vorbei. Verlinke ich ganz unten. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.